So, dann mal weiter mit Dragon Age Inquisition. Willkommen zurück. Und beim letzten Mal haben wir ja die Söldnerfestung geklärt, dabei den Schlüssel von Valamar gefunden, wo die Kata ihr Unwesen treibt. Und heute habe ich mir vorgenommen, doch gleich direkt dahin zu marschieren und die Machenschaften der Kata aufzudecken. Vorher noch fix, da wir ja beim letzten Mal Stufe 9 mit Bess erreicht haben. Ein Pünktchen verteilen, ich hatte schon mal geguckt. Ich nehme hier die gnadenlose Kette. Deine Dolche verschwinden in einem Tanz tödlicher Schmerzen. Jeder Angriff erhöht deine kritische Trefferchance. Nach einem kritischen Angriff wird die Sequenz zurückgesetzt und du beginnst einen neuen Tanz. Also kritische Trefferchance plus 1%. Und das Gute ist auch, plus 3 Punkte Geschicklichkeit gibt es dazu. Ja, passive Fähigkeit finde ich eigentlich ziemlich gut. Und danach kommt in der Reihe der Klingenwirbel oder sowas. Da möchte ich eigentlich auch ganz gerne hin, deswegen nehme ich den jetzt. Und da wir mit Bess Level 9 haben, kann ich hier auch die Schlangenklinge mittlerweile anlegen. 180 Schaden pro Sekunde. Ja, plus 2% Angriff, 14% Bonus auf kritischen Schaden und 5%ige Chance, Gegner zu vergiften. Ist gar nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als die zweite Waffe, die wir hatten. Aderlasser der Seelen ist ja eh unsere Haupthandwaffe und die ist ja noch ein ganz Teil besser. Einen sehr epischen Dolch, den wir ja, in unserer Zeitreise bei den Magiern aufgegabelt hatten. So, dann mal los. Vorher noch einen kleinen Abstecher. Hier ganz in der Nähe liegt ein weiteres Artefakt der Grauen Wächter. Da scheint Blackwell ja ziemlich hinterher zu sein. Immer wenn wir eins finden, gibt es bei ihm extreme Zuneigung. Eins haben wir hier in den Hinterlanden ja schon gefunden. Ein weiteres gibt es hier noch. Und in weiteren Gebieten liegen auch noch mehrere rum. Also das versuchen wir jetzt gleich, nachdem wir die Typen hier ausgeschaltet haben. Mir scheint, unsere abtrünnigen Templer mögen es gar nicht, gegen echte Magier zu kämpfen. Tja. Auf jeden Fall haben sie sich hier mit den Falschen angelegt. Denn die haben wir ratzfatz platt gemacht. Und da haben wir noch so einen Experten. Lebensmüde. Ja, ist ganz gut, um zu üben. Weil hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich bin etwas außer Form. Das mit dem PlayStation-Controller ist sowieso nicht so mein Ding. Aber so nach und nach werde ich mich da wieder einfuchsen. So, irgendwo hat da doch schon die Minimap geblinkt. Das heißt, wir können da so eine Suche starten. Jetzt weiß ich aber leider nicht mehr, wo es war. Und wo die anderen Typen lagen. Vielleicht gibt es da ja noch was zum Plündern. Na egal, ich glaube, das war hier irgendwo an der Mauer. Ah ja, jetzt geht's los. Okay, die Elfenwurzel nehme ich auch noch mit. Die sind ja ganz nützlich. So gut, in die Richtung halten wir uns. Ja, vielleicht hier beim Zelt. Nee, noch nicht. Ah, hier liegt was. Yep, Karte der tiefen Wege. Ja, das dürfte es gewesen sein. Inquisition könnte hiervon profitieren. Blackwell hat sich geäußert, EP gab's, Einfluss gibt's. Und gibt's auch noch wieder Zuneigung bei unserem grauen Wächter? Na, na, na. Ja, er stimmt absolut zu. Na fein, hat sich das gelohnt. Okay, dann jetzt nach Valamar. Machenschaften der Kata. Die Kata plant, in den Hinterlanden rotes Lyrium abzubauen und wird dabei von örtlichen Söldnern unterstützt. Okay, den Anführer müssen wir aufspüren und ausschalten. Tja, mit dem Schlüssel dürften wir jetzt nach Valamar reinkommen. Ich denke mal, dass das so eine Art Höhlensystem ist. Keine Ahnung, wie groß, aber so ungefähr stelle ich mir das mal vor. Und da es hier wirklich um rotes Lyrium geht, habe ich hier auch unseren Verrek mitgenommen. Der ist bei sowas ja Experte als Zwerg. Solas dafür zu Hause gelassen. Tja, die Kata steht ja in Verbindung mit diesen Söldnern, die wir letztes Mal platt gemacht hatten. Weil diese Söldner sollen dafür sorgen, dass das Gebiet
vor ungewollten Gästen geschützt wird. Und die sollten das Ganze auch der Inquisition anhängen, scheinbar. Und das können wir nicht dulden. Also da müssen wir was gegen machen. Wollen wir mal sehen, was uns da so erwartet. So, einmal schön um den See rum. Da hinten der super Wasserfall. Sieht alles sehr idyllisch aus, aber gleich dürfen wir dann wohl wieder kämpfen. Okay, die Widder lasse ich mal jetzt in Ruhe. Davon haben wir schon genug getötet. Wir wollen ja nicht, dass die Population hier komplett ausstirbt. So, da ging es doch den Weg hoch und dann sind wir doch auch gleich da. Zur Tür waren wir ja schon. Die Wachen haben wir erledigt gehabt. Aber ohne Schlüssel ging das da schlecht rein. Jetzt haben wir ihn und jetzt müsste es eigentlich auch hinhauen. Valamator. Bin ich echt mal gespannt, wie das dahinter aussieht. So, im Moment passiert noch nichts. Ah, scheinbar wird jetzt ein komplett neues Gebiet geladen. Ah, hier wird was über Blackwell verklickert. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Ja, ging auch viel zu schnell wieder weg. Also so schnell lesen. Ich glaube nicht, dass es einer komplett geschafft hat. So denn. Lade hin. Da sind wir. Okay. Ah, eine Höhle scheint es definitiv nicht zu sein. Zumindest noch nicht. Valamar entdeckt Alter Vorposten der Zwerge sein. der Abgrund. Welchen Zweck hatte er? Vielleicht war es ein Handelsposten. Ich weiß es genauso wenig wie ihr. Na, lassen wir uns überraschen. Aber da der Himmel zu sehen war, ist es also definitiv erstmal noch keine Höhle. Aber kann ja noch kommen. Wer weiß, wo uns der Weg hinführt. Das sieht doch schon mal edel aus. Schöner Wasserfall. Dann die Zwergenstatuen dazu. Das gefällt mir richtig gut. Hängebrücke war da noch. Und den ersten Gegner habe ich doch gerade auch schon gesehen. Aber der uns noch nicht. Was ist er denn für ein Wachposten? Schnell vergiften die Waffen und zack. Was für eine bedrohliche Musik im Hintergrund. Kriegt man es ja schon mit der Angst zu tun. Aber so schwer waren die beiden Gegner hier noch nicht. Ach, da kommen noch mehr. Ich glaube, hier haben wir welche aufgescheucht, aufgeschreckt. Zu plündern gibt es noch nichts. Ah, das sieht schon echt schön aus hier. Das gefällt mir. Oh, Blackwell hat den nächsten ausgemacht. Bogenschütze sollte kein Problem sein. Ne, war er auch nicht. Schnell plündern. Ich glaube, da kommen schon die nächsten wieder. Gleich zwei. Ja, die Katerzwerge. Ist ja so eine Art Verbrecherorganisation. Gab es ja auch schon in Dragon Age Origins, als wir in Orsama waren. Die handeln mit allen möglichen nicht legalen Zeug. Und hier haben sie sich offenbar auf rotes Lyrium spezialisiert. Da können wir runterklettern, will ich das? Ich glaube, wir können auch hier rumlaufen. Geht's noch tiefer? Ja, das ist noch eine tiefere Ebene. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem mit meiner Orientierung. Ich hoffe, ich verfranz mich hier nicht. Wir gucken mal, wie weit wir runterkommen und was denn da so ist. Sieht auch irgendwie cool aus. Oh, hier geht's noch tiefer. Na gut, noch weiß ich, wie lang. Oder wo lang. Gibt bisher ja immer nur einen Weg. Hier können wir was plündern. Sind wir extra nur wegen der Leiche hier runter und wegen 54 Gold? Ah, hier haben wir noch mehr. Silberring, blaues Vitriol.
War jetzt nicht so prickelnd. Aber nur gut. Was haben wir? Das haben wir. Dann mal wieder hoch. Ah, Blackwell zur Rüstung. Die gefällt mir echt gut. Die ist schon edel. Obwohl, Bess, ihre Dolche sehen auch cool aus. Auch dieser neue Schlangendolch. Der linke. Na, will die Leiter wieder nicht. Doch, jetzt klappt's. So, sind doch auch fast schon wieder am Ausgangspunkt. Hier vielleicht nochmal rumgucken. Ah, los, komm. Riskieren wir mal einen Blick. Dragosteine sammeln wir natürlich ein. Braucht man zum Rüstungen und Waffenkraften. Na, hier haben wir eine Tür auf jeden Fall schon. Öffnen. Nö, nicht öffnen. Kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal uns einen anderen Weg suchen. Vielleicht finden wir diesen Mechanismus ja noch. Ach, Leiter will ich jetzt nicht. Nehmen wir den normalen Weg. So. Dann erstmal obere Terrasse. Einmal hier in der Ecke gucken. Ein bisschen Zeug einsammeln. Nehmen. Wir haben das Zeug doch gerade genommen. Ah, das war ein kleiner Grafikbug, glaube ich. Okay. Solange wir immer nur in eine Richtung können, ist es einfach. Was haben wir hier? Irgendein Raum. Lesen. Kata-Notiz über Sicherheit. Vor Außenseitern müssten wir sicher genug sein. Ich befürchte eher, wir könnten dunkle Brut aus den unteren Ebenen anlocken. Wir haben nicht genug Leute, um sie weiter zurückzudrängen. Lagert die Ware in den oberen Ebenen und verbarrikadiert die Brücke. Okay, nicht, dass wir hier noch wieder Besuch von der dunklen Brut kriegen. Da können wir irgendwie den Durchgang freischlagen. Machen wir gleich. Erstmal hier noch gucken. Nö, ich dachte, da wäre noch was. Okay, wahrscheinlich wieder mit dem Krieger, wa? Ja. Ich könnte das übernehmen. Ja, Blackwell, mach das mal. Sehr schön. Ah, Lagerraum. Denke ich mir mal so. Wenigstens keine Gegner. Was haben wir denn hier? Rezept. Pechsprengfeuer. Okay, dieses Sprengfeuer habe ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht benutzt. Aber immerhin, das Rezept haben wir schon mal dafür. Oder ein Rezept dafür. Na gut. Schnitzerei des Paragon Branka. Ist auch wieder so ein Querverweis auf Origins. Paragon Branka gab es ja da in Orsama. War die Frau von unserem Gefährten Ogryn. Ist ja dann in die tiefen Wege gefunden, um diesen Amboss der Leere zu finden und da Golems mit herzustellen. Und letztendlich mussten wir sie bekämpfen. Weil die irgendwie leicht durchgeknallt war. Da konnten wir eine Tür aufmachen. Merke ich mir mal. Erst hier rum? Nee, erst zurück. Kriegen wir sie auf? Ja. Das ist schon mal cool. Wir sind noch nicht so spezialisiert im Schlösserknacken. Entdeckte Handelsposten. Na, vielleicht 10 Paar Waren, die wir einsacken können. 129 Gold. Hochwertige Vorreiterpanzerung. Hört sich auch cool an. Schwere Rüstung. Dazu noch ein Schwert. Gucke ich aber später mal. Eine wütende Notiz. Erst Liska, jetzt Brennor. Habe ihn erwischt, wie er Ware von mir stehlen wollte. Nur ein bisschen für mich, hat er gesagt. Nacktdreck. Er wollte was nebenher verdienen und dachte, ich merke es nicht. Ich lasse mich nicht ausnutzen. Euer Vetter hat gesagt, wir können Brennor trauen, also kümmert ihr euch darum. Wenn ich unzufrieden bin, sollt ihr es auch sein, ja.
Die scheinen ja alle sehr nett zueinander zu sein. Beschmierte Katernotiz. Ein Großteil von Valamar bleibt uns verschlossen. Wer daran etwas ändern möchte, soll morgen eine Stunde nach Mittag herkommen. Darunter wurden mehrere Notizen gekritzelt. Vergeudet keine Zeit mit der verdammten Tür. Mir ist egal, was sich dahinter befindet. Der Mechanismus ist kaputt. Und wen interessiert's? Ah, vielleicht die Tür, die wir vorhin gefunden hatten? Wir müssen Ware verschieben. Und ihr wollt rausfinden, ob irgendein uralter Zwerg sein gutes Teegeschirr weggeschlossen hat, ja. Okay, dass die zu wenig Leute hatten, das haben wir schon mal irgendwo gelesen. Und irgendwas mit Zahnrädern suchen? Naja, erstens bin ich der Ansicht, dass dieser Ort früher ein Handelsposten war. Hinter der Tür könnte etwas Wertvolles sein. Vielleicht lohnt es sich vielleicht doch mal dahinter nachzuschauen. Allerdings werden wir sie nicht aufkriegen, denn dann haben wir vielleicht Pech gehabt. Na, wir werden sehen. Gibt da hier noch ein bisschen was abzuklappern? Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Hinweise, wie wir die Tür aufkriegen können. Ist ja meistens so in Spielen dieser Art, dass man dann irgendwo in der letzten Ecke was findet, was einem weiterhilft. So, wieder ein paar Dragosteine. Hier scheint es runter zu gehen. Dunkle Brut. Mit wie vielen von denen müssen wir rechnen? Blackwall? Das ist schwer zu sagen. Haltet jedenfalls die Augen offen. Tja, kein Dragon Age-Spiel ohne dunkle Brut, wa? War ja fast zu erwarten. Wenn wir hier in Richtung der tiefen Wege unterwegs sind, auf wen schießen die denn? Ach, sind das Katerzwerge gegen dunkle Brut? Okay, die hatten ja gesagt, dass sie die wahrscheinlich aufscheuchen würden. Ja, die Gegner waren jetzt kein Problem. Da hinten kommt noch einer. Glasfuchs zum Verkaufen. Da könnten wir rein. Ja, komm. Oh. Ah, hier scheint eine Quest zu sein. Viele Zwerge. Vielleicht sind wir hier schon beim Anführer. Entdeckt der Fässerraum. Ah, vielleicht haben die hier ihr rotes Lyrium gelagert. Wer weiß. Wir versuchen sie mal platt zu machen hier. Ja, Bogenschützen gehen meistens nicht. Die halten nicht allzu viel aus. Eieiei, wieder Luftlöcher geschlagen. Oh. Der hier scheint, glaube ich, der Anführer zu sein. Der sieht irgendwie gefährlich aus. Oder? Eieiei. Ja. Ach so, ich habe das falsche Ziel anvisiert. Der stand viel zu weit weg. Den konnte ich gar nicht treffen. Macht plus 3. Ich glaube, wir haben den Anführer schon erledigt. Ich meine, plus 3 ist ja richtig cool. Lebt hier noch wer? Nö. Ja, ich denke, das müsste er gewesen sein. Die Quest ist auch verschwunden. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Na, dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Die Quest wird definitiv noch angezeigt. Bericht über Aktivitäten in den Hinterlanden. Die Soldaten nennen sich selbst die Inquisition. Das sind wir. Sie haben den Flüchtlingen in der Nähe von Redcliffe geholfen. Ein bisschen rumgeschnüffelt haben sie auch. Aber nicht bei uns. Sie haben jemanden, der die Risse verschließen kann. Das ist Bess, eine reiche Freimarscherin, die angeblich von Andraste geschickt wurde. Fanatischer Nacktdreck. Tja, nur eine Göre, die einen neuen Titel will? Glaube ich eher nicht. Damit sie zu Hause bei den Adligen damit prahlen kann. Sie haben Okay. unsere Bewegungen beobachtet. Tja, die wollten genau wissen, was wir sind. Haben schon gesehen, dass wir vielleicht zur Gefahr werden könnten. Sind wir ja auch. Deswegen haben die auch die Söldner angeheuert gehabt. Persönliche Notiz in einem Hauptbuch. Es ist zwar rot, aber gut. Da die Templer ihre Bande zur Kirche kappen, sollten wir kein Problem haben, Käufer zu finden. Es muss allerdings der richtige Käufer sein. Ich will keinen, der auf dumme Gedanken kommt.
Wir kontrollieren die Verteilung. Sobald die Fahrt über den Kehlenhardtsee sicher ist, sind wir gemachte Leute. Die meisten anderen waren bislang in der Nähe der Oberfläche. Es gibt genügend davon, aber wenn wir eine tiefer liegende Ader finden, ach so, einen Ursprung, dann wäre das fantastisch. Okay, und expandieren wollen sie auch. Was haben wir denn hier? Ein zwergisches Zahnrad. Ist das für die Quest? Ja, die Schatzkammer Valamas. Ah, da brauchen wir zwei von. Okay. Hier gibt es aber was zu lesen. Befehle für Operationen am See. Kontrolliert die Operation am See. Sorgt dafür, dass die Leute dort ihre Arbeit machen. Lasst euch keinen Unsinn über wilde Tiere erzählen. Das interessiert mich nicht. Nehmt Liska mit und gebt ihr etwas zu tun. Sie ist angespannt und hat sich über einen Summ oder sowas beschwert. Wenn sie mit der Aufgabe nicht klarkommt, kümmert euch um sie. Naja. Prinzip jetzt nichts Wichtiges gewesen. Wäre natürlich auch interessant, wo wir dieses komische Zahnrad ansetzen müssen oder einsetzen. Vielleicht die Tür, die wir da zum Anfang nicht aufgekriegt haben. Geschäfte der Dunkelstadt. Oh, das scheint jetzt viel zu sein, glaube ich. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Ich scroll einmal durch, wer es unbedingt wissen will, an den entsprechenden Stellen Pause drücken. Aber das ist mir zu viel. Wahrscheinlich noch nicht mal wirklich wichtig. Ich habe halt bloß einen Codex-Eintrag. Okay, am Ende angekommen. Lang hat's gedauert. Was haben wir denn hier noch? Handrad wieder einsetzen. Ah! Hier kommt das Ding ran. Und dann kann man wahrscheinlich die Tür da öffnen. Ja, und hier müsste dann das zweite ran, was wir noch nicht haben. Heißt also, wir müssen hier noch ein bisschen rumsuchen. Ich meine, so eine Schatzkammer könnte ja auch was Nettes enthalten. Wer weiß. Okay, das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Für heute an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.